Bevor das Video losgeht, abonniert diesen Kanal und liked das Video. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Bundesliga-Prognose des 31. Spieltages. Es geht Schlag auf Schlag. Wenn euch nur Einzelspiele interessieren, die Timestamps sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit starten wir direkt mit einem Blick auf die Tabelle vor diesem Spieltag. Einmal sehen wir da, dass die Bayern den Leipzigern mit 10 Punkten enteilt sind. Der Kampf um die Champions League ist immer noch nicht entschieden und im Abstiegskampf kann sich Mainz von Werder absetzen. Dann starten wir direkt mit dem ersten Spiel, das ist Augsburg gegen Köln am Freitagabend um 20.30 Uhr. Mein Tipp für dieses Spiel ist ein 2:2. Die Kölner haben, was die Konter anging, überzeugen können gegen Leipzig. Auch defensiv sah das gar nicht so schlecht aus, auch wenn Leipzig natürlich zu enorm vielen Chancen kam. Die Augsburger waren gar nicht so schlecht gegen Frankfurt, aber am Ende offensiv zu schwach. Der Elfmeter wurden auch noch verschossen. Deswegen glaube ich hier in ein Unentschieden. Das nächste Spiel ist dann Freiburg gegen Hoffenheim. Das erste Spiel der Samstagskonferenz um 15.30 Uhr. Die Freiburger, die haben noch Chancen auf Europa. Dadurch, dass sie jetzt eben noch ein Spiel weniger haben, sieht es in der Tabelle nicht so gut aus. Das darf aber eben nicht verfälschen, dass sie nur 3 Punkte von Union und Gladbach entfernt sind, mit eben nur einem Spiel weniger. Und mit Hoffenheim kommt ein Gegner, der zwar gegen Gladbach jetzt eine gute Hälfte gezeigt hat, sonst nicht viel mehr. Und ich denke auch, dass Freiburg das Spiel gewinnen wird. 2:1 ist hier mein Tipp. Das nächste Spiel ist dann Union gegen Bremen. Hier mache ich es kurz. Die Bremer sind unfassbar schlecht drauf. 6 Niederlagen in Folge und hier kommt meiner Meinung nach die nächste dazu. Ich tippe nämlich auf ein 3:0 für Union Berlin, die es gegen Dortmund gut gemacht haben und die definitiv besser sind als Werder Bremen. Der nächste Abstiegskandidat, den sehen wir dann bei Mainz gegen Bayern, wobei Mainz ja fast schon raus ist, wenn das so weitergeht mit den Punkten. Aber jetzt kommen die starken Gegner. Es kommt Leverkusen, es kommt Leipzig, es kommen die Bayern, es kommt Dortmund. Also es kommt einiges auf Mainz zu. Aber auch hier darf man nicht vergessen, dass Mainz immer noch ein Spiel weniger hat als die Konkurrenten im Abstiegskampf. Und trotzdem sind sie eben auf Platz 13. Ich glaube, sie werden eine gute Partie gegen die Bayern machen, werden 2 Tore schießen. Die Bayern werden aber 4 Dinger machen. Eine 2:4 Heimniederlage für den FSV Mainz 05. Das nächste Spiel und vielleicht sogar das wichtigste Spiel an diesem Spieltag ist Wolfsburg gegen Dortmund. Auch noch um 15.30 Uhr. Die Dortmunder, wenn sie in die Champions League wollen, ist das mit das Entscheidungsspiel. Das Spiel gegen Frankfurt hat man gesagt, das ist richtungsweisend. Das ist jetzt quasi der letzte Strohhalm, den man greifen muss. Und ich glaube, das schaffen die Dortmunder. In einer wilden Partie, so wie die Wolfsburger Partien eigentlich immer aussehen momentan, denn die Wolfsburger sind einfach defensiv nicht so stark wie noch eigentlich den kompletten Rest der Saison. Ich tippe auf ein 4:3 für den BVB. Ein Spiel, wo es immer her und hin und her geht. Und damit können die Dortmunder die Hoffnung auf die Champions League wahren. Die nächste Partie ist das Topspiel um 18.30 Uhr. Das ist Leverkusen gegen Frankfurt. Und wenn ich sage, Wolfsburg gegen Dortmund ist vielleicht das wichtigste Spiel, dann steht das nicht weiter hinten dran. Leverkusen zu Hause hat ein gutes Spiel gemacht gegen Köln, hat ein wenig mich enttäuscht gegen die Bayern, aber da kann man halt auch mal verlieren mit 2:0. Währenddessen die Frankfurter mit einem, ich will nicht sagen glücklichen Sieg, denn sie waren die feldüberlegene Mannschaft, aber auf gar keinen Fall einen souveränen Sieg gegen die Augsburger, sind jetzt wirklich auch gefragt, die Punkte zu holen, weil wie gesagt, Dortmund sitzt im Nacken und auch Leverkusen hat noch Ziele, die werden da keinen Zentimeter verschenken und deswegen ist hier auch mein Tipp ein 3:1 für Leverkusen. Diaby, Bailey, die langsam immer wieder besser in Form kommen, unter Hannes Wolf ist Leverkusen auf deutlich gefestigter in der Defensive als vorher, werden die Leverkusener es schaffen und hier den Sieg holen. Als erstes Sonntagsspiel ist dann Leipzig gegen Stuttgart und das ist relativ schnell erzählt. Die Stuttgarter nach einer super Hinrunde sind etwas abgeflacht, aber immer noch sehr solide, spielen immer noch ihren Stiefel runter. Denn das sind die Leipziger, quasi schon sicher Vizemeister, da geht nicht mehr wirklich was Richtung Meisterschaft. Auch Champions League ist gesichert. Trotzdem hat Leipzig halt einfach noch Bock zu spielen und das werden sie gegen Stuttgart zeigen. Mein Tipp hier ist ein 4:1 für RB Leipzig. Das letzte Spiel an diesem Spieltag, wir haben ja mal wieder nur 8, weil die Hertha immer noch in Quarantäne ist, leider. Gladbach gegen Bielefeld um 18 Uhr am Sonntag. Die Gladbacher waren sehr enttäuscht nach dem Spiel gegen Hoffenheim, dass man defensiv so schlecht bestritten hat. Diese 2:0-Führung zur Halbzeit für Gladbach war auch sehr schmeichelhaft. Hoffenheim hatte unzählige Chancen, auch Aluminiumtreffer. Währenddessen Bielefeld, da war es unheimlich wichtig, jetzt diesen Sieg gegen Schalke einzufahren, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird für einen Sieg gegen Gladbach. Ich tippe auf ein 1:0 für die Gladbacher, die damit ihren kleinen Ausrutscher gegen Hoffenheim wieder gut machen können. Das waren die Tipps und falls diese Tipps so aufgehen, schauen wir jetzt mal auf die Tipptabelle. Einmal sehen wir, dass der Abstand von München auf Leipzig gleich bleibt. Währenddessen wird der Kampf um die Champions League richtig, richtig spannend. Wolfsburg 57, Frankfurt 56, Dortmund 55 Punkte, also kann noch einiges passieren. Auch der Kampf um die Euro/Conference League ist eng beieinander mit Leverkusen, Berlin, Gladbach und noch Freiburg, die eben ein Spiel weniger haben. Und im Abstiegskampf haben wir jetzt Hertha BSC, die jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz sind, aber wie gesagt, sie sind in Quarantäne.
Szene, die können nicht spielen, ist halt eine scheiß Situation. Ich hoffe, diese Prognose hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ein schönes Wochenende und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.